Und wir erinnern uns daran, Gott kämpft für uns. Amen. Gott ist für uns. Er ist mit uns, weil der Heilige Geist in uns ist. Und wir erinnern uns daran, dass wir mit ihm niemals verlieren werden. Wir werden nicht untergehen. Denk an das Beispiel in der Bibel von Petrus, der auf dem Wasser Jesus begegnet und der dem begegnet, der ihn aus den Fluten dann herausrettet. Und wir sind in den Herausforderungen niemals alleine und er wird deine Hand fassen und dir heraushelfen. Das Zeugnis des Wortes Gottes, die Verheißungen Gottes für uns, sagen uns, dass wir nicht überwältigt werden können. Und weil der in uns lebt, größer ist als der in der Welt ist. Vielleicht wird es Situationen geben, die herausfordernd für dich sind oder die im Moment herausfordernd sind. Und du wirst wahrscheinlich ein Ausharren benötigen. Ein etwas, was dir sagt, ich muss ausharren, um die Not zu wenden. Ausharren, das notwendig ist. Und in dem allen wollen wir glaubenserfüllt, hoffnungsvoll, erwartungsvoll sein. Denn keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, wird es gelingen, uns wirklich auszuschalten oder dich zu zerstören. Wir werden nicht überwältigt werden. Gott ist mit uns. Welch eine grandiose Erinnerung. Halleluja. Welch eine grandiose Erinnerung, dass wir Überwinder sind und Gott hat mehr für uns. Und damit begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich und heißen euch willkommen zu diesem ermutigenden, auferbauenden und wirklich verheißungsvollen Thema, was wir heute haben. Hallo, es wird spannend. Es wird spannend und wir sind selber sehr erwartungsvoll. Sei jetzt auch in deinem Herzen erwartungsvoll für diese Zeit, die wir miteinander haben. Diese Zeit, die uns zur Verfügung ist, dass wir miteinander das Wort Gottes betrachten, die Verheißungen betrachten, aber auch einen Blick in die Zeit werfen wollen, in der wir jetzt sind. Wir wollen immer im Natürlichen und im Übernatürlichen verankert sein. Wir sind Amen. In der Welt, aber nicht von der Welt. Ja. Und deswegen glaube ich, dass diese Zeit jetzt miteinander für uns alle sehr ermutigend sein wird. So soll es sein. Wollen wir am Anfang miteinander beten? Ja. Gut. Herr, wir danken dir für diese geniale Zeit, die wir jetzt hier zusammen haben dürfen. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der eingeschaltet hat, der dabei ist. Wir danken dir dafür, dass wir gemeinsam vor deinen Thron kommen können. Und wir danken dir, wie wir es gerade gehört haben, dass nichts, keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, dass es dir gelingen wird. Was immer der Feind plant gegen uns, wir weisen es zurück. Wir sagen Nein dazu. Wir sagen Back to Sender. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind Könige und Priester. Wir sind gesandt an Christi Stadt. Tempel des Heiligen Geistes. Du wohnst in uns. Du hast in uns Wohnung bezogen und wir widerstehen dem, was der Feind uns irgendwie anzuhängen versucht. Yes. Mit Krankheiten, mit Mangel, mit Raubzügen, mit was auch immer. Wir sagen Nein dazu. Und wir wollen diese Zeit, Heiliger Geist, unter deine Autorität und Herrschaft stellen und wir bitten dich, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass er empfangen kann von dem, was du Geniales heute für uns hast. Yes. Amen. Amen. Wusstest du, dass du zu den Treuen und zu den Auserwählten Gottes gehörst? Das ist das große Zeugnis der Offenbarung, dem letzten Buch in der Bibel. Halleluja. Und das ist dieses Triumphale, was auf uns zukommen wird. Jesus ist Sieger. Ganz am Anfang wollen wir euch jetzt ein Video zeigen. Mhm. Wir wollen euch Anteil haben lassen an dem, was wir auch erleben, was unsere Mitarbeiter erleben. Und wir wollen euch etwas zeigen, was sie im Natürlichen in der Verbindung mit dem Übernatürlichen erlebt haben. Wir spielen jetzt das Video ab und wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt uns was in den Chat. Ich möchte euch hier Karin vorstellen und ich möchte Karin darum bitten, dass sie uns ihr Zeugnis weitergibt. Wir hatten gesagt, Zeugnis geben hat Kraft und Zeugnis geben macht Gott immer groß, macht das Eingreifen von dem Herrn in unserem Leben durch uns
macht ihn groß. Und Karin, du hast vor kurzem eine sehr spannende Situation erlebt. Kannst du uns die berichten, so wie du es empfunden hast? Ja, der Harald und ich, wir gehen ja morgens immer mit unserem Hund auf den Eichberg, also das in der Nähe von Schenk-Lengsfeld. Und da machen wir unsere Runde. Und an diesem Morgen, nachdem wir halt mit unserem Gebet und Schofarblasen fertig waren, haben wir noch gesagt, Herr, wir loben dich, wir preisen dich. Und dann sind wir fröhlich weitergegangen. Und auf einmal zog unser Hund in eine Ecke rein und wir guckten hin, da stand ein Auto. Morgens um 7:15 stand ein Auto und wir guckten runter auf den Auspuff. Da waren, waren Regenschläuche hinten rausgeguckt. Also Schläuche von Wasserschläuche vom Garten. So genau, die waren hinten in dem Auspuff drin gesteckt. Und ich guckte mir das Auto an, das war total beschlagen, also richtig innen drin. Und das Auto lief und wir wussten spontan, hier stimmt was nicht. Der Harald gleich hingegangen und hat die Schläuche da rausgenommen. Und ich habe die Tür aufgerissen und da lag ein Mann drinne. Und das wusste ich gar nicht, was ich in meiner Not machen sollte. Und habe dann einfach ganz laut gerufen, und Jesus, du bist hier der Sieger und dieser Mann wird nicht gehen. Und dann habe ich die Türen alle weit aufgemacht, weil da war ja schon ganz schön die Dünste von dem Auto drin, Abgase drin. Ja. Und haben wir die Türen richtig aufgemacht. Und dann bin ich auf die andere Seite gegangen, Auto ausgestellt. Ich erinnerte mich dran, weil ich vor kurzem mit dem Martin ein Gebet hatte. Und da ging es halt auch um einen Menschen, der sich das Leben nehmen wollte. Und da hat der Martin gesagt, und wir müssen den Geist des Todes brechen. Yes. Und da habe ich mich hingestellt und dann habe ich gesagt, und im Namen Jesus ist dieser Geist des Todes gebrochen. Yes. Und dieser Mann wird nicht gehen, bevor er von Gott die Zeit gegeben hat. Und Harald hat dann zwischenzeitlich versucht, den Kontakt aufzunehmen. Und das hat ein bisschen gedauert und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt mit diesem Mann, der jammerte rum. Habe ihm erstmal die Jacke rumgelegt und dann habe ich die Hand aufgelegt auf ihn und die andere Hand habe ich halt nach oben gestreckt und habe in Sprachen gebetet. Und da habe ich gemerkt, das ist richtig gut. Und dann spürte ich auf einmal, wie von oben so ein Fluss durch mich durchging und das ging in diesen Mann rein. Und das hat gezogen. Also du hast gemerkt, wie Kraft durch dich durchgeflossen ist. Ja, ich habe den so angefasst. Mann rein. Richtig. Und du hast während dem gebetet und proklamiert. Immer proklamiert und gebetet und gebetet und gebetet, bis dann endlich nach ca. 20 Minuten. Das war ja eine lange Zeit. Den Notarzt mit dem ganzen Rettungswagen kam. Und wir sind dann weggegangen, nachdem wir die Kontaktdaten ihnen gegeben haben. Und der Sanitäter hat noch gesagt, da habt ihr aber gute Arbeit geleistet. Ja. Und da habe ich gesagt, und unser Dank gilt nach ganz oben. Wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, Amen. Und wo wir weggegangen sind, dann hatte ich, mir hat richtig der Arm wehgetan. Und wir haben Gott so sehr gedankt, dass er uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gestellt hat. Und wir haben hinterher auch dafür gebetet, dass er die richtigen Menschen diesen Menschen gibt. Wir wissen ja nicht, in was für einer Not er war. Genau. Und jedes Mal, wenn wir da vorbeigegangen sind, haben wir da Gott gedankt für, dass er da weiter mit ihm geht. Dass er die Menschen gibt, die dieser Mann braucht. Und vor 4 Wochen, wo dann die Zeit war, wo 4 Wochen rum waren, haben wir nochmal ein mächtiges Schublablasen da oben gemacht. Und haben dem Herrn alle Ehre gegeben und haben uns echt gefreut und gedankt. Für mich selber war es ein ganz, ganz tiefes Erlebnis. Denn ich wusste, egal was kommt, ich bin nicht allein. Ich bin im Auftrag des Herrn, kann ich da sein, wo ich bin. Da wollte ich jetzt noch mal gerade fragen. Du hattest mir erzählt, dass du vorher immer so ein bisschen unsicher warst. Mache ich das Richtige? Sage ich das Richtige? Bete ich das Richtige? Was macht das mit mir? Und ist der Herr wirklich da? Stellt er sich wirklich zu mir, wenn ich mich in den Kampf reinwage? Und das war jetzt diesmal ein echt starkes Erlebnis für dich. Ganz genau. Ganz genau. Dass du gemerkt hast, Gott ist wirklich da. Ja. Es ist nicht nur etwas, was du im Kopf und irgendwie weißt, sondern spürbar. Im Herzen. Spürbar. Spürbar. Ganz genau. Praktisch. Ganz genau. Jetzt, wenn du ihn brauchst. Ja. Ja. Okay. Ja. Und was du mit deinem Mann, mit Harald, proklamierst, ist ja, dass dieser Mann
der ja jetzt rausgerettet wurde aus diesen Klauen des Todes, dass er auf festen Grund gestellt wird und dass er in das Reich Gottes hineinkommt. Dass dieses Erlebnis ihn so verändert und ihm Gott so groß macht, der ihm quasi ein zweites Leben geschenkt hat. Genau so ist das. Und dass er das ewige Leben geschenkt bekommt. Ganz genau so ist das. Ja. Ja. Super. Deine Gebete werden nicht mehr die gleichen sein. Nein. Und so, wir wünschen allen, die das jetzt sehen, wir beten für alle, die das jetzt sehen, die das Zeugnis gehört haben von Karin, dass ihr mutig seid, dass ihr im Kampf stark seid. Ihr seid nicht alleine. Amen. Wir sind nie alleine. Der Herr ist mit uns, in uns, durch uns, mit uns. Er antwortet, er hört, er redet. Er ist kein toter Gott. Und das macht sich in diesen ganz praktischen Erlebnissen in unserem Leben bemerkbar. Und wir beten, dass ihr stark werdet im Herrn. Amen. Und dass ihr stehen bleiben könnt, wenn der Kampf da ist. Ja. Gott hat mehr für dich. Dieses Erlebnis, was Karin da hatte mit ihrem Mann zusammen, das hat uns sehr bewegt. Und ihr habt gesehen in der Körperhaltung, die sie ja auch beschrieben hat, dass sie eine Hand auf diesem Menschen liegen hatte und die andere Hand war in dem Übernatürlichen mit dem Herrn verbunden. Und sie hat diese übernatürliche Kraft gespürt. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft mehr solche oder ähnliche Erlebnisse haben werden. Nicht unbedingt, dass jemand sich umbringt, aber Menschen zu retten, Menschen die gute Botschaft zu sagen, Menschen mit dem Übernatürlichen zu verbinden, Moment. Menschen, die das Übernatürliche erleben müssen in ihrem Leben, damit sie den erkennen, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich war sehr berührt und beschenkt durch dieses Erlebnis, was die beiden dort hatten. Und das sind Leute, die jeden Tag mit ihrem Schofar unterwegs sind, auf diesem Berg in der Nähe da beten und blasen für sich, für ihre Familie, für den Dienst von Gottes Haus, für ihren Ort und für unsere Nation. Und das ist etwas, was uns... Unsere Nation kommt aber nicht hinterher, das ist ganz massiv. Genau, das ist sehr massiv vorne dran. Und das ist etwas, was uns total berührt und auch, wo wir das sehr, sehr wertschätzen. Und wir danken euch, Karin und Harald, dass ihr das mit uns geteilt habt und erlaubt habt, dass wir das jetzt hier auch zeigen konnten. So, wir gehen weiter, Martin. Ja. Herausforderndes von Martin. Nein, nein, das ist nicht so herausfordernd. Ich möchte euch zunächst noch mal auf eine Webseite hinweisen. Da hatte ich schon verschiedentlich das gesagt. Von der Vera Lengsfeld gibt es ein paar sehr gute Artikel wieder zur momentanen Geschichte, auch mit diesen gerade aktuellen Regeln. Vera Lengsfeld mit E. Ne, mal ein bisschen suchen. Also das sind immer sehr gute Texte. Steht auch auf unserer Webseite. Als Verlinkung. Gut, aber jetzt kommt was Interessantes. Und zwar, am 4. Oktober haben sich in einem Ort namens Great Barrington in USA drei Super-Spezialisten getroffen. Mhm. Und zwar Heavies. Echte Koryphäen. Ja. Das sind Professoren für Epidemiologie der weltweit besten Universitäten. Das sind also die wirklichen Fachleute. Die Spitze. Das ist eine andere Kategorie als unser mehr als fragwürdiger Herr Drosten. Ja, das sind wirkliche, echte Kapazitäten. Und das sind hier drei Personen, die das initiiert haben. Dr. Martin Kulsdorf, der ist Professor an der Harvard-Universität, ne? Epidemiologe, genau, der kümmert sich um die Überwachung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten und in der Bewertung von der Sicherheit von Impfstoffen ist er sein Spezialgebiet eben auch noch dabei. Dann Dr. Sunetra Gupta, das ist ein Professor in Oxford,
an der Uni, ebenfalls Epidemiologe mit Fachkenntnissen im Bereich Immunologie. Der kümmert sich auch um Impfstoffentwicklung und um die mathematische Modellierung von Infektionskrankheiten, also wie sich das Ganze von der mathematischen Seite rechnerisch, wie das läuft. Ne? Und ein Dr. J. Bhattacharya, Professor in Stanford und ebenfalls Epidemiologe, Gesundheitsökonom und ein Experte für öffentliche Gesundheitspolitik mit Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und gefährdete Bevölkerungsgruppen. Also exakt unser das, worum es geht. Ja, womit wir heute uns alle rumzuschlagen haben. Wie gesagt, vor ein paar Monaten wäre die Situation, in der wir heute leben, undenkbar gewesen. Jedem, den du gesagt hättest, wie unser Leben heute aussieht, hätte dich für einen Spinner, für einen Verschwörungstheoretiker, für einen Depp erklärt. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und wir haben eine Menge dazu gelernt an Fachausdrücken, an ganzen statistischen Wahrnehmungen und all so Sachen. Die hätte es nicht gebraucht. Die hätte es nicht gebraucht, das stimmt. Diese drei kamen also am 4. Oktober zusammen und haben eine Erklärung verfasst. Ja, Great Barrington Declaration heißt das, nach dem Ort, wo sie sind. Wie gesagt, weltweit führende Fachleute von den führenden Universitäten der Welt kamen zusammen und haben diese Erklärung verfasst. Da heißt es unter anderem, der Lockdown hat verheerende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit. Und das ist eigentlich sehr moderat geschrieben. Also das sind jetzt keine Leute, die irgendwo, sagen wir mal, das sehr scharf attackieren oder sonst was, sondern die das wirklich aus medizinischer Sicht moderat da darstellen und so weiter. Das sind ja alles Leute, die mit diesen Themen kontinuierlich sich beschäftigen. Und diese Erklärung, die kann man unterzeichnen. Mhm. Und zwar ist es so, wenn du auf diese Seite gehst, ja, GB Declaration, also mit C geschrieben, declaration.org, gbdeclaration.org. Dort findest du in allen möglichen Sprachen, also Türkisch und Chinesisch, Russisch und so weiter, ich glaube, Spanisch. Über 25 Sprachen. Ja, ja, schon. Und Deutsch und so weiter. Ja. Auch immer weiter wird das erweitert. Findest du diese Erklärung und die kann man unterzeichnen. Und ich habe gerade um 19 Uhr, also vorhin geguckt, da hatten, die haben das nach drei Gruppen aufgeteilt. Das eine sind medizinische und für die öffentliche Gesundheit sich damit beschäftigende Wissenschaftler. Und da sind schon 10.200 Unterschriften von diesen Wissenschaftlern weltweit. Cool. Dann geht es um überhaupt Mediziner, ganz generell, also im allgemeinen Bereich. Irgendwelche Ärzte. Mediziner, Ärzte sind 27.770 gewesen, gerade eben. Oh. Und eben irgendwelche Bürger, die sagen, das sehe ich genauso. Ja. Und das waren schon 503.000, also über eine halbe Million. Und das läuft jetzt erst richtig an. So, das sind also 540.000 Unterschriften bereits jetzt, nach den paar Tagen. Und ich bin davon überzeugt, es wird viele Millionen geben. Und deshalb wollen wir das euch auch ans Herz legen. Bitte gebt das auch weiter, ja, dass diese Great Barrington Declaration unterzeichnet wird. Wenn das viele Millionen machen, vielleicht ist es so, dass der eine oder andere Politiker doch mal sein Tun überdenkt. Sehr schön formuliert. Ich würde sagen, vielleicht mal mehr auf sein Herz hört als auf politische Korrektheit. Gut, also sehr zu empfehlen. Ich habe auch schon unterschrieben, du musst noch. Ja. Und das ist sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es ist moderat. Es ist eigentlich sehr freundlich verfasst. Ja. Aber sie sagen, das, was gerade läuft, ist absolut schädlich. Ja, sie sagen vor allen Dingen, es ist zu überzogen. Ja, komplett überzogen. Sie sagen nicht, Corona ist alles Spinnerei, sondern sie sagen, ja, da ist was. Das ist eine Viruserkrankung, die wir sehen müssen, die wir einschätzen müssen. Aber sie haben auch im Blick, was weltweit passiert. Ja. An Hungersnöten, an Jobverlusten. Ja. Auch hier bei uns im Land, Firmen machen zu, Geschäfte schließen. Es ist wirklich ein Ding ohne Ende. Und wenn ihr jetzt so die Stimmung wahrnehmt, ist es ja jetzt wieder so, dass hier und dort von Schließungen, von Zusammenpacken die Rede ist. Und es ist schon ein bisschen so zweite Welle mäßig, fühlt es sich für mich zumindest ein bisschen an. Also die Sache ist die, dass du halt von den Meldungen her kontinuierlich irgendwelche
fragwürdigen Sachen bekommst. Du hörst also, die Wirtschaft ist gar nicht so schwer beschädigt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, läuft alles gut. 14 Tage später heißt es, es ist viel schlimmer als gedacht, die Zahlen sind viel zu gering und so weiter. Mhm. Also das Ganze ist ein Auf und Ab mit irgendwelchen Meldungen, die im Grunde genommen nichts wert sind. Ja? Und was wir momentan erleben, ist einfach unvorstellbare Angst- und Panikmache. Ja. Es ist ja völlig im wahrsten Sinne des Wortes krank. Ja. Du bist ja wie in einem Strudel. Und das Ganze hat System. Ja, also das sind nicht besorgte Politiker, die sich um das Wohl und die Gesundheit der Leute kümmern und gleichzeitig ihre Existenz ruinieren. Ja, also das stimmt hinten und vorne nicht. Also das ist sehr, sehr fragwürdig, was da läuft. Und vor allen Dingen etwas, wo wir als Christen im Gebet dagegen angehen müssen. Yes, im Gebet. Im Gebet, ja. Im Übernatürlichen werden die Dinge entschieden. Auf der übernatürlichen Ebene, auf jeden Fall. Ja. Was auffällig ist momentan, ist, dass in den Medien vor allen Dingen Freikirchenwerke, Gemeinden und sowas auf dem Kieker sind und dass da ständig irgendwelche Berichte sind, dass die geschlossen werden, dass da Untersuchungen sind. Also es ist so fast, als ob sich der Fokus darauf richtet. Weniger Landeskirchen und sowas, aber gerade die freien Werke, die Christen, ja, die Christen sind unter Beobachtung und überall hören wir, dass also auch Gemeinden geschlossen werden und ganze Werke in Schwierigkeiten kommen. Und das ist auch etwas, wofür wir beten sollen, ja. Mhm. Ja, unbedingt. Lasst uns wirklich zusammenstehen. Lasst uns auch mit den evangelikalen Gemeinden, mit den etwas strenger ausgerichteten Gemeinden, überhaupt mit Gemeinde. Lasst uns nicht den Mund verbieten, sondern lasst uns aufstehen im Gebet, dass wir für die Gemeinden beten. Denn die haben unter großer Absicherung, unter großen Hygienevorschriften haben sie begonnen, wieder Gottesdienste zu haben und sind jetzt wirklich echt schon heftig getroffen worden. Mhm. Ja. Gut. Was hast du noch? Nichts. Jetzt bist du dran. Okay. Das ist ja wirklich gut. Ja, dann passt das jetzt gerade zum Thema. Wir gehen einfach weiter. Weil ihr habt es vielleicht gelesen in unserer Ankündigung, ich möchte sprechen über Erwartung. Dieses Wort hat mich die ganze Woche beschäftigt. Erwartung. Was erwarten die Leute? So, und was wir wahrnehmen, das haben wir ja jetzt auch mit dieser Declaration ein bisschen euch nahe bringen wollen, dass wir nicht einfach so da sitzen und schweigen und irgendwas über uns ergehen lassen, sondern dass wir wirklich uns aktivieren lassen, im Gebet aufzustehen, Dinge zu fokussieren, die richtig sind, dass wir den Herrn bitten, dass er Gnade walten lässt, viele Türen für uns öffnet. Und im Moment sind viele Menschen sehr offen geworden für negative Erwartungen. Negative Erwartungen hörst du in jeder Nachrichtensendung. Die Nachrichten fokussieren uns auf die schlimmsten zu befürchtenden Ereignisse. Auf das Allerschlimmste. Du kannst krank werden, an Corona erkranken. Du kannst sterben. Guck dir mal an, wie das alles aussieht im Land. Und diese Ereignisse und Bilder, die gezeigt werden, die graben sich ganz tief in unser Unterbewusstsein, in unser Gedächtnis. Das muss man noch nicht mal fördern, dass man sich diese Bilder ständig anguckt. Sie werden einem einfach auf den Wohnzimmertisch oder wo immer du deinen Fernseher stehen hast, werden sie uns draufgepackt. Und diese Wiederholung von den Bildern und von bestimmten Worten oder Sätzen, das ist es, was in unserem Unterbewusstsein sich ganz fest verankert. Und viele von uns können sich mit Sicherheit noch an Ende März, April erinnern, als die ersten Bilder von diesen vielen Särgen und von den vielen Toten und von den überfüllten Stationen gezeigt wurden. So, das sind Bilder, die sich ganz tief in uns eingegraben haben. Warum? Weil es uns so erschrocken hat. Es hat uns in einer Ebene unserer Emotionen ganz tief getroffen und deswegen haben wir das abgespeichert. Die Bilder von Tests, von Maßnahmen, die überzogen dargestellt werden. Ich habe jetzt gehört, dass die Bibelschule in Bad Gandersheim Corona
Erkrankte gemeldet hatten oder ich weiß gar nicht mehr, ob sie wirklich erkrankt waren. Jedenfalls der Test ist so ausgefallen. Ja, weißt du was, da kommt die Feuerwehr, da kommt die Polizei, da kommen voll vermummte Menschen auf dieses Gelände, um die Leute zu testen, wo ich sage, hey, was hat denn die Feuerwehr jetzt da zu suchen? So, also das sind aber auch dann wieder Filme, die gemacht werden, Videos, die ins Land geschickt werden. Und da sollen einfach Szenen produziert werden, die allen Leuten Angst machen. Pass auf, dass es dir nicht genauso ergeht. Jeden kann es treffen, auch mich. Das ist die unterschwellig angelegte Information und die zeigt Wirkung. Zahlen, die niemand recherchieren kann. Kannst du Corona-Erkrankungszahlen recherchieren? Hast du Zugriff zu diesen ganzen Zahlen, die da ständig auf und ab und hin und her, mal so viel, da so viel? Es ist eine Verwirrung im ganzen Land. Und wir selber sind gar nicht in der Lage, die wirklich zu recherchieren. Und niemand kann es nachvollziehen. Aber es wird das Allerschlimmste in unsere Köpfe geschoben. Ist es wirklich für uns Christen das Allerschlimmste? Die Frage nimm mal bitte mit. Immer heißt es Vorsicht, Achtung, komm ja nicht zu nahe. Halte dich mal zurück. Lass deine Maske bis über die Nase, aber ganz oben. Und ja dann, was ist denn dann? Das sind negative Erwartungen, die in den Menschen reingelegt werden, die quasi ständig gefüttert werden. Negative Erwartungen. Ich erwarte das Allerschlimmste auch für mich, für meine Familie, für meine Nachbarn, für die ganze Gesellschaft, für unser ganzes Land, für die ganze Welt. Versteht ihr? Negative Erwartungen werden uns direkt in die Lebensmitte hinein serviert. Regelrecht werden wir damit gefüttert. Ein kleines Schulmädchen hat gesagt, ich will nicht mehr in die Schule gehen. Und dann sagt die Mutter, ja, warum denn nicht? Und dann sagt das Mädchen, weil Corona mein ganzes Leben versaut hat. Das war sehr plastisch und sehr direkt ausgedrückt, aber so hat sie es empfunden. Alles, was vorher war, dieses Spielen, dieses Miteinander, dieses Besuchen, dieses natürliche Natürlichsein ist mit einem Schlag weg und ausgewechselt. Gustav Heinemann, der Bundespräsident war von 1969 bis 1974, hat gesagt, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, aber unser Herr kommt. Unser Herr aber kommt. Eure Herren werden gehen. Die jetzt die Dinge in den Händen halten, auch sie werden vor Gott stehen. Auch sie werden Rechenschaft ablegen müssen. Auch sie werden ihre Knie beugen müssen vor dem Herrn der Herren und dem König der Könige. Und eine kluge Aussage von Corrie ten Boom habe ich diese Woche gelesen. Fürchte dich nieder vor eine Zukunft, die du nicht kennst, einem Gott anzuvertrauen, den du kennst. Also deine Zukunft, die du nicht kennst, vertrau sie dem an, der sie kennt, der den Plan von deinem Leben in seinen Händen hält. Welche Erwartungen haben wir, du und ich? Ganz, denk mal einfach so im Hinterkopf jetzt ein bisschen drüber nach. Was erwarte ich? Erwarte ich das auch, dass es immer schlimmer wird, dass es chaotisch wird, dass ich womöglich an Corona sterbe? Erwarte ich das? Was nimmst du an? Das ist ja wirklich von der Wortbedeutung schon sehr interessant. Was nimmst du an? Was erwartest du? Was nimmst du an? Annehmen heißt, ich nehme das für mich. Das, was negative Erwartung macht, ist, ich nehme das für mich oder ich lehne es ab. Da haben wir eine Wahl. Was denkst du über die Umstände, über die Situationen, in denen du dich momentan in deinem persönlichen Leben, aber auch in deinem gesellschaftlichen Leben befindest? Hast du Bedenken?
Hast du Sorge? Hast du Angst um dich, um deine Kinder, deine Ehe, deinen Job, dein Haus, deine Finanzen? Erwartest du eine Verschlechterung? Ich habe mich das auch gefragt. So, wie ticke ich denn? Was erwarte ich denn? Was ist denn so bei mir? Ich habe da so in mich hineingehorcht. Was erwarte ich von mir? Was erwarte ich von anderen? Was erwarte ich von Gott? Was erwarte ich von ihm, dass er in meinem Leben tun soll oder tun muss? Das Wort Erwartung, das ist echt cool, wenn man diesen Worten manchmal so nachgeht, ein bisschen dran rumstudiert, ein bisschen sie so auseinandernimmt oder nachschaut, welche Bedeutung sie in sich tragen. Das ist wirklich ganz cool. Das Wort Erwartung ist für uns nämlich umgangssprachlich überhaupt nicht fremd. Wir sprechen zum Beispiel von Wachstums- oder Entwicklungserwartung. Von der Alterserwartung, der Endzeiterwartung, der Erfolgs- oder Umsatzerwartung von Unternehmen, der Inflationserwartung, die wahrscheinlich irgendwie drohend am Horizont erscheint. Oder wir kennen so Sprichworte, die Erwartung ausdrücken, wie das lässt mein Herz höher schlagen. Wenn es um ein begehrtes Objekt geht, um etwas Positives, von etwas, was wir gern haben, dann sprechen wir das aus. Das lässt mein Herz höher schlagen. Das ist so richtig cool. Da erwarte ich richtig was Cooles. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Ein schöner Urlaub, ein schönes Geschenk, etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe, eine Tasse Kaffee, Cappuccino trinken, eine neue Tasche, ein Auto, whatever, was immer auch auf deinem Plan steht. Das, was wir mit Eifer oder mit freudiger Erwartung erwarten. Und freudige Erwartung, das kennen Kinder wie Erwachsene eben auf Feste hin oder auf bestimmte Ereignisse hin. Da sind wir in einer ganz positiven Richtung. Du merkst schon, es gibt immer diese beiden Seiten von Erwartung. Erwartung ist negativ oder Erwartung ist positiv. Und die das entscheiden, wie ich das sagen wir mal, übersetze, wie ich das empfinde, wie ich das erleben will, das ist meine Entscheidung oft. Das ist meine Entscheidung, wie ich darüber denke und wie mein Denken sich in den Handlungen ausdrücken wird. Unser kleines Enkelkind war ein paar Tage bei uns, das war so genial. Das ist so ein fröhliches Kindchen, die ist noch kein Jahr alt, aber sie lacht ganz oft und mit ihrem Lachen bringt sie so eine Heiterkeit in unsere Familie. Und ich dachte, so ein kleines Kind, das macht sich gar keine Gedanken über Erwartung. Das macht sich keine Gedanken darüber, ich erwarte aber von meinen Eltern, dass sie mich heute spazieren fahren oder mir Spielzeug schenken oder irgendwas. Ein kleines Kind, das erwartet von seinen Eltern oder Großeltern oder den Tanten, Onkeln, wem auch immer, erwartet es eigentlich eine Vollversorgung. Es erwartet gar nicht wirklich, sondern ein kleines Kind braucht einfach nur. Und Erwachsene wissen das und sie sorgen dafür, dass dieses Ich brauche in eine positive Haltung umgewandelt wird. Es braucht Dinge wie fürsorgliche Liebe, Spielzeug, Zuneigung, jede Menge davon, am besten jeden Tag irgendwie ein Beschäftigen mit diesen Spielsachen. Und es braucht unser Reden, damit es die Worte lernt. Das war jetzt auch so ein Thema der letzten Tage für mich, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Und es braucht Zeit, viel, viel Zeit. Und das ist etwas, was wirklich für kleine Kinder gar nichts mit Erwartung zu tun hat, sondern da ist es eher so, dass die Erwachsenen erwarten, dass das, was sie dem Kind anbieten, auf ein positives Echo zurückfällt.
Fragt man das kluge, allwissende Internet nach der Wortbedeutung von dem Wort Erwartung, dann heißt es so viel wie einen Zustand des Wartens oder einer Spannung oder auch vorausschauende Vermutung, eine Annahme oder Hoffnung. Ich weiß, früher, mein Vater hat immer davon gesprochen, wenn eine Frau schwanger war, dann hat man nicht gesagt, sie ist schwanger, sondern man hat gesagt, sie ist guter Hoffnung. Weil man damit ausdrücken wollte, hey, sie wird ein Kind bekommen und das ist sowas Geniales, sowas Positives und deswegen wurde das so ausgedrückt. Erwartung hat also zwei Seiten. Etwas, was wir schätzen oder etwas, das wir fürchten. Beide Seiten lassen unser Herz höher schlagen, schneller. Der Puls geht hoch. Wenn wir Angst haben, das kennt ihr auch alle. Es ist jetzt ein Zeichen dieser Zeit gewesen, dass viele, viele Menschen unter Sorge, Angst, Bedrückung gekommen sind. Sie haben oft mit Kreislaufsachen zu kämpfen. Sie hatten mit erhöhtem Blutdruck zu kämpfen, hatten gleichzeitig wieder Angst, zum Arzt zu gehen, weil da hätte man sich anstecken können vielleicht. Oder man wollte nicht zum Arzt, weil das so alles so absicherungsmäßig da war. So ganz anders als das, was man kannte. Und man hat einfach dieses Ding ausgehalten, dass in diesen Panikschüben der Blutdruck hochging und das Herz in ein Rasen gekommen ist. Das ist diese negative Erwartung gewesen. Wenn ich krank werde, wenn ich, was wird aus mir oder wie auch immer. Manchmal sind positive Erwartungen und negative Erwartungen so im gleichen Maß. Wenngleich ich wirklich sagen muss, dass in diesen letzten Monaten für mich von der Wahrnehmung her, von den Gesprächen her, die ich so geführt habe oder gehört habe, von den Gebetsanliegen, die ihr uns geschickt habt, ist eher meine Wahrnehmung die, dass es viel, viel mehr um diese negativen Dinge ging, um Angst, depressiv sein, nicht mehr sich trauen rauszugehen, alle diese gesundheitlichen Dinge einfach wegstecken, damit man nicht da ins Krankenhaus muss oder zum Arzt muss oder wie auch immer. Aber ihr wisst, viele Themen oder alle Themen, die wir so ins Auge fassen, die wollen wir in der Bibel nachschauen und auch schauen, was hat das in der Bibel, was gab es da für Menschen, die genau das abgebildet haben? Wo waren das Menschen mit Erwartung? Und als ich so überflogen habe, so in meinem Geist, habe ich gedacht, hey, die meisten Leute, die uns in der Bibel beschrieben werden, hatten mit Erwartung zu tun. Und oft mit positiver Erwartung oder mit einer Erwartung, die an Gott angebunden war und wo er sich darin bestätigt hat, wo er ihnen geholfen hat, wo er ihnen Verheißungen gegeben hat, Verheißungen erfüllt hat. So, und der erste, der ist David. Und ihr wisst das alle, ich brauche euch jetzt keinen Abriss über die Geschichte von David zu erzählen, sondern es geht mir einfach nur um den Punkt Erwartung. David soll von dem Prophet Samuel gesalbt werden. Samuel hatte ein Wort von Gott. Und Gott hatte zu ihm gesagt, einer von Isais Söhnen wird ein guter König für mein Volk sein. Das war eine Ablösung, nachdem Saul verworfen wurde von Gott. Und jetzt sagte der Herr, einer von Isais Söhnen. Ich habe mich manchmal gefragt, warum hat Gott nicht gleich gesagt, David, der Sohn von Isai, soll der König sein? Das macht Gott nicht hier, sondern er lässt nur Samuel wissen, einer von den 8 Söhnen. So, welcher von ihnen sollte der Auserwählte sein? Samuel geht wie selbstverständlich davon aus, dass es wahrscheinlich der Älteste sein wird. Oder der Klügste, der Begabteste, der Schönste, wie auch immer. Er geht alle diese Söhne durch und jedes Mal gebietet Gott ihm Einhalt, dass er die nicht salben soll. Bis sie endlich den rufen,
der neue König werden soll, und der sitzt ausgerechnet auf der Weide bei den Schafen. Ist das nicht krass? Die Erwartungen von Samuel, von dem Vater Isai, die waren alle, David? Wie denn? Der? Nee, kann doch gar nicht sein. Mit Sicherheit hatten die Brüder auch ganz andere Erwartungen. Die dachten nämlich auch, ich bin der Beste, ich bin der Schönste, ich bin der Begabteste, ich bin genau der, der auf dem Thron sitzen sollte. Sie hatten sich eher in der Auswirkung, wie sie so waren, als Thronanwärter eingeschätzt. Aber die Bibel spricht genau diese menschliche Erwartung an, nämlich der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und so erweist es sich auch. David wird geholt und er wird von Samuel gesalbt. Und dann, mal kurz ein Stopp, wo findet er sich wieder? Auf der Weide. Hey, das ist für mich das Beispiel für Erwartung. Ich frage mich manchmal, hat David das auch erwartet, dass er jetzt, nachdem doch Samuel ihn gesalbt hat, Saul war nicht mehr, sollte er nicht jetzt dann doch sich Richtung Thron bewegen? Und da sagt die Bibel gar nichts drüber, sondern David findet sich wieder auf der Weide, und man liest später, dass er mit Löwe und Bär gekämpft hat, und er wird später der sein, der gegen Goliath antritt, der viele Kämpfe führt und der siegreich ist über seinem Volk. Aber er wird auch ein Anbeter genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist das, was Gott von ihm erwartet hat. Und wo David sein ganzes Herz reingehangen hat, um dieser Erwartung Gottes gerecht zu werden. David ist ein Anbeter. Schauen wir noch ganz kurz eine Frau an. Was erwartet man schon von einer Frau in puncto Erwartung? So, wir lesen 1. Samuel 1, den Bericht von Hannah und dem erstaunlichen Wunsch und Verlangen und ihrem Gebet, ihre Erwartung, dass Gott etwas für sie tun würde. Hey, Hannah war jemand, deren Name einfach nur positiv war. Er heißt gnädig oder zugeneigt sein, oder Gott hat sich erbarmt, oder Gunst, Anmut und Schönheit. Und genau dieses, was ihr Name bedeutete, erlebte sie nicht. Sie erlebte nicht, dass Gott in ihrem Leben gnädig, barmherzig, geduldig und alles war. Und das machte sich daran fest, dass in ihr dieser unerfüllte Wunsch war, diese unerfüllte Erwartung war, ein Sehnen, ein Herzensschrei, dass sie doch ein Kind bekommen möchte. Und sie bekommt kein Kind. Eine sehr, sehr schwierige Situation, auch für Leute, die jetzt zuschauen, Frauen, die jetzt zuschauen und die sich ein Kind wünschen. Im Namen Jesus proklamiere ich, dass in diesem Jahr noch bis zum Ende des Jahres eine Schwangerschaft bei dir festgestellt wird. Und es wird eine gute Schwangerschaft sein, eine richtig gesetzte Schwangerschaft, keine Probleme, und du wirst im nächsten Jahr ein gesundes Kind zur Welt bringen. Ich möchte das wirklich über dir aussprechen, wenn das dich betrifft. Bei Hannah war das gar nicht so einfach mit schwanger werden oder nicht, Kinder haben oder nicht. Denn Kinder galten als etwas wie eine Versorgungsgarantie. Oder wenn sie Witwe werden sollte, dann würden ja die Kinder dafür einspringen. Und dann gab es da noch etwas in Hannas Leben. Das war diese andere Frau, Peninna. Sie war die andere, die Nebenfrau, die von dem Mann Elkana Kinder bekommen hat. Und Peninna spart nicht. Sie spart nicht mit Zickerei, sie spart nicht mit blöden Worten und mit hast du gesehen und mein Kind und so. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Und Hannah, bei ihr, am Anfang hat sie es vielleicht noch weggesteckt, aber mittlerweile kommen diese Nadelstiche, diese Speerspitzen ganz tief in ihrem Herzen an. Und sie
empfindet diese Kränkung noch schlimmer und ihr Herz ist wirklich schwer. Jeden Tag sieht, hört und fühlt Hannah diese unerfüllte Erwartung. Obwohl Elkanah Hannah liebt, du liest es in 1. Samuel 1, 5 bis 8 und dann sagt er auch, hey, bin ich nicht besser als 10 Kinder für dich? Nein, das ist nicht dasselbe. Für Hannah ist es nicht dasselbe. Und sie ist und bleibt in Sorge darüber, ob sie ein Baby bekommen wird. Nun, beim jährlichen Gang zum Tempel kommt es dann in Hannas Leben zu einer Entscheidung. Sie legt Jahwe, dem Gott, der hört und der sieht und der antwortet und handelt, ihm legt sie das alles vor, ihre unerfüllte Erwartung, ihren Herzensschrei. Und dann wird das sehr schön beschrieben in dieser Samuel-Geschichte, wie sie betend, schweigend betet, nicht ein großes Tamtam macht, nicht da hin und her auf und ab läuft, sondern sie betet schweigend. Aber ich glaube trotzdem, dass ihr ganzer Körper damit beteiligt war. Ich glaube, dass sie sich irgendwie bewegt hat in diesem emotionalen Ding, was da in ihr abging. In diesem, Herr, ich leg dir das alles hin. Es ist mein tiefster Wunsch, mein Herzensverlangen. Und sie gibt sogar ein Gelübde ab, dass sie sagt, ich werde dir dieses Kind weihen. Ich werde es zum Tempel zurückbringen. Ich werde dir dieses Kind zur Verfügung stellen. Und so betet sie und in diesem Gebet wird sie von Eli, dem Priester, beobachtet. Und er kommt zu ihr und er ist nicht gerade nett, sondern er geht sie ganz heftig an und sagt, wie lange willst du Betrunkene dich so benehmen? Werde nüchtern. Das war eine derbe, heftige Formulierung. Hannah, die ihr ganzes Leben, ihr ganzes Verlangen, ihre ganze Erwartung Gott vorlegt und Hilfe von ihm erwartet, sie antwortet ihm, so ist es nicht, mein Herr. Ich bin eine verzweifelte Frau. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Denn aus tiefster Verzweiflung und aus Gram habe ich so lange geredet. Daraufhin erlangt Eli, der Priester, eine Erkenntnis, ein Erkenntniswort von Gott. Und er antwortet ihr, du wirst das bekommen, um was du gebeten hast. Und um die Jahreswende ist Hannah schwanger und sie bekommt einen Sohn, den sie Samuel nennt, was so viel heißt wie erbitten. Und sie sagt es selber, von Jahwe habe ich ihn erbeten. Das steht in 1. Samuel 1, Vers 20. Ihre Erwartungen hatte sie an Gott gerichtet, dem alle Dinge möglich waren. Aber auch das Neue Testament bietet viele Leute an, viele Beispiele von Menschen, die mit Erwartung gekommen sind. Hey, die blutflüssige Frau, sie kommt zu Jesus, weil sie erwartet, dass er sie heilt, dass Kraft von ihm ausgeht. Dann der Blindgeborene, das sind Berichte, die uns sagen, wie groß Gott ist und in das Leben von Menschen hineinwirkt. Erwarte. Erwarte, das ist das Wort heute für dich und für mich. Erwarte, dass der Herr sich in deinem und meinem Leben als stark erweist. Lasst uns Menschen Gottes sein, die Erwartung in ihrem Herzen und Leben tragen. Eine Erwartung, die unerschütterlich ist, selbst durch diese Zeit, in der wir jetzt gerade stecken. In 1. Samuel 2, Vers 2 sagt uns der Text, niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und wahre Gott, du bist ein Fels. Keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Ich hatte mal von Chuck Pierce gehört, das ist ein prophetischer Mann,
der hatte empfohlen, dass man eine Liste anlegen soll mit persönlichen Erwartungen, die man an Gott richtet. Und so ähnlich wie Hannah das auch gemacht hat. Mit ganzem Eifer einstehen für gute und positive Erwartungen an den Herrn. Erwartungen, die unseren Glauben aufbauen und stärken, die sich entgegengesetzt zu dem bewegen, was wir um uns sehen, hören und was sich um uns herum tut. Lasst uns erwarten, dass wirklich diese Ausgießung seines Heiligen Geistes in unserem Leben beginnt, dass sie sich fortsetzt, dass sie sich ausbreiten wird. Lasst uns erwarten, dass die gute Nachricht, die Botschaft der Errettung und Hoffnung der Wiederherstellung Gottes in unserem Land gehört wird und dass das Leben vieler verändert wird. Wir haben in dieser Woche von jemandem, ein Zeugnis ist es wohl, geschickt bekommen. Das lese ich euch vor. Er war 1996 mit Walter Heidenreich und seinem Team von der FCJG in Lüdenscheid zu einem Einsatz in der Mongolei. Und er schreibt: Überall, wo wir das Evangelium verbreiteten, bekehrten sich die Menschen. Menschen wurden geheilt und befreit. Ein stadtbekannter Säufer schüttete vor den Augen seiner Saufkumpanen eine Flasche Wodka auf den Boden aus, weil er kein Verlangen mehr nach Alkohol hatte. Am nächsten Morgen standen 20 Männer morgens in unserem Schlafzimmer mit der Bitte, das Evangelium zu hören und wir es ihnen sagen durften. In einem Kino hörten 200 Einheimische zum ersten Mal das Evangelium. Nach der Verkündigung verließen etwa 10 Leute das Kino. Als der Aufruf zur Entscheidung kam, stand keiner auf, um nach vorne zu kommen. Da sagte die Übersetzerin: Diejenigen, die sich nicht bekehren wollten, die sind soeben gegangen. Alle anderen, die sitzen geblieben sind, die wollen Jesus annehmen. Als eine Familie sich nicht bekehren wollte, hatten wir abends eine Krisensitzung. Und wir fragten uns: Warum hat sich diese eine Familie nicht bekehrt? Was haben wir falsch gemacht? Haben wir was vergessen zu sagen? Wir machten uns richtig Sorgen. Nach 6 Wochen Erweckung in der Mongolei sind wir nach Hause gekommen, nach Deutschland, und es war ein Kulturschock für mich. Aber ich weiß, wie Erweckung aussieht und wie sie sich anfühlt. Und das war für mich der springende Punkt. Hey, lass uns erwarten, dass Erweckung in unser Land kommt. Lass uns erwarten, dass dieses Fenster für Erweckung, für Errettung, für die gute Nachricht, dass es von Gott aufgemacht wird. In der Apostelgeschichte wird nämlich genau davon berichtet: Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Oder der Herr tat hinzu, täglich. Lasst uns das für unsere Familie erwarten, unsere Kinder, unsere Ehepartner, über unseren Verwandten das aussprechen, die Erwartung zu haben für unsere Stadt und unser Land. Dutch Sheets, der Prophet, den ich vorhin schon mal genannt hatte, der sagte: Erwarte, dass Autorität des Herrn in deinem Leben freigesetzt wird und du die Tore des Feindes besetzen wirst. Das kannst du in 1. Mose 22, Vers 17 nachlesen. Im Psalm 24, Vers 7 bis 9 heißt es: Tore werden sich dem Herrn öffnen. Tore der Hölle werden dich nicht länger besiegen. Das steht in Matthäus 16, Vers 18. Der König der Herrlichkeit kommt in dein Leben, in deine Umstände, in deine Herausforderungen. In der Apostelgeschichte lesen wir tatsächlich von einem übernatürlichen Öffnen der Tore, die in die Stadt führten. Da heißt es: Sie kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst
auftat. Hey, das ist das, was ich von Gott erwarten will, dass er Türen öffnet, wo ich keine Öffnung sehe, dass er Dinge für mich tut, die ich selber nicht tun kann, dass ich Glauben habe für die Unmöglichkeiten und dass ich erwarte, dass meine Feinde fallen werden. Mächte der Bosheit, Fürstentümer, Gewalten der Himmelswelt, der Feind unserer Seele, die Festungen in unserem Leben, die Unmöglichkeiten, die Feinde, die versuchen, dich und mich einzusperren, sie werden besiegt werden in der Kraft des Namens Jesus. Gottes Feinde, die, die sich dem Wort Gottes entgegensetzen, sie werden fallen. Gott wird sich erheben und es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht. Das steht im Psalm 68, Vers 2. Erwarte, dass der Herr Engel für dich beauftragt, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Erwarte Schutz von Engeln, denn sie sind dienstbare Geister des Herrn. Erwarte eine unerschütterliche Ausrichtung deines Glaubens an den König Jesus. Er ist der Fels, er ist unerschütterlich. Und du und ich, wir gehören doch ihm. Er wird nie wankend, er wird nie überfordert. Er ist nie überrascht von dem ganzen Getue um Corona weltweit. Was gerade passiert, ist doch nicht etwas, was ihn vom Thron stürzen könnte. Er verliert nie, 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 nie die Hoheit. Erwarte, dass neue Freude und Begeisterung in dein Leben kommt, in deinem Herzen aufsteigt. Erwarte, dass deine Gesundheit sich verbessert, auch wenn du vielleicht ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musst, wenn du vielleicht Medizin nehmen musst. Leg Hände auf die Medizin, sag, sie wird mir dienen müssen, damit es mir besser wird. Sie muss mir helfen, damit ich wieder hochkomme. Der Arzt soll gute Entscheidungen treffen für mich, damit es mir besser geht, ich den Auftrag Gottes erfüllen kann. Erwarte Schutz, erwarte das Blut Jesu. Nimm Abendmahl, nimm das ein, was der Herr uns an Gutem gegeben hat. Am Anfang hatte ich gesagt, dass Erwartung Gefühle und Emotionen hervorruft. Wenn du dich in deinem Anliegen und in deinen Erwartungen an den Herrn wendest, dass er sich dich neu mit Freude und neuer Kraft beschenkt, dann wirst du das in deinem ganzen Körper bemerken. Nichts kann unseren Körper mehr kräftigen, als wenn wir aufstehen in Freude an unserem Herrn. Befreiung statt Niedergeschlagenheit, Zuversicht statt des Glaubens an schlechte Nachrichten. Erwarte, dass sich deine Augen öffnen für die übernatürlichen Dinge. Erwarte Sehen im Glauben. In Johannes 4, Vers 35 sagt der Herr, hebt eure Augen auf und schaut. Das Feld ist reich, das Feld ist weiß zur Ernte. Erwarte, dass du mehr hörst. Erwarte, dass, was du hörst im Übernatürlichen, dass du mehr siehst im Übernatürlichen. Erwarte Träume, erwarte Visionen. Erwarte, dass der Herr zu dir spricht und du es hörst und dass du das nicht vergisst. Elia, denk mal an Elia. Elia hatte ein Geräusch von Regen gehört, obwohl noch nicht mal eine Wolke da zu sehen war. Und das ist das, wohin ich mich bewegen will. Das ist meine Erwartung. Lass uns keine schweigende Gemeinschaft, keine schweigenden Christen, keine niedergeschlagenen Christen und keine Leute ohne Erwartung sein. Fang an, mit den Augen des Glaubens zu sehen und dein hörendes Herz zu trainieren. Lass dir deine Erwartungen nicht wegschwätzen. Lass sie dir nicht relativieren. Lass sie dir nicht wegnehmen, sondern halte sie fest. Halte deinen Stand. Lass nicht nach, deine Erwartungen zu füttern. Füttere deine guten Erwartungen und nicht dieses negative Geschwätz und Geschwafel. Fang an, mit den Augen des Glaubens zu sehen. Entfache deine Erwartung. Es kommt Neues. Es wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Erwarte das siegreiche Hervorkommen des Königs Jesus. Das Lamm wird den Sieg haben, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Das ist das,
was uns die Offenbarung sagt. Und das ist das Buch, von dem ich euch schon so oft erzählt habe, berichtet habe. Das Buch der Offenbarung, was mich so sehr beschenkt und berührt hat. Das ist das, was meine Erwartungen gefüttert hat. Das ist das, wohin ich mich ausrichten will. Da sind Dinge in der Offenbarung, die Dinge, die erschüttert werden. Aber ich bleibe nicht bei den Erschütterungen, sondern ich will mich zu dem Licht hin orientieren. Ich will mich zu dem Lamm hin orientieren. Ich will bei dem König mit dabei sein. Ich will das haben, was er mir gibt und was er ist. Und ich möchte dir dieses Buch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich möchte dir sagen, lies es, damit du dieses siegreiche Voranschreiten des Reiches Gottes empfindest, empfängst, hörst, siehst und deine Erwartungen sich dahin ausrichten. Jesus kommt. Er kommt. Halleluja. Amen. Yes. Also wer jetzt keine Erwartung hat, weiß ich, dem kann man nicht helfen. Ich erwarte ganz viel, ich erwarte ganz viele Rückmeldungen, ob du das greifen konntest, ob das in dein Herz gefallen ist, ob du das, wie soll ich sagen, festhalten konntest und ob es dir geholfen hat. In Jesus' Name. Das ist ja das, was wir von afrikanischen Geschwistern immer gelernt haben, dieses I receive. Also ich empfange, das nehme ich für mich an, das packe ich und das wird zu meinem. Ja. Dass ich sage, genau das ist für mich. Bete doch mal gerade dafür. Herr, ich bete jetzt, dass alle, die hier zuhören, dass sie wirklich diese Erwartung in ihrem Herzen erfassen. Dass sie sich ausrichten nach dem, was von dir kommt. Das, was du geben willst. Du willst gute Gaben geben. Du sagst, schmeckt und seht, wie freundlich ich bin. Du bist der, der unseren Erwartungen begegnet, der uns beschenkt, der uns aufrichtet, der ein Neues in uns schafft. Und Herr, wir danken dir, dass du ein tiefes Werk der Gnade und der Versorgung, der Zuversicht, Hoffnung und Freude in uns jetzt gerade schaffst. Amen. Amen. Yes.